Hi. Es gibt keinen besseren Schutz fürs Zuhause als einen treuen und mutigen Hund. Oder noch besser, zwei. Der Dieb hoffte, unbemerkt ins Haus zu gelangen, doch gleich um die Ecke erwarteten ihn bissige Hunde, die ihn nicht weitergehen lassen wollten. Diese Katze ist ein echter großer Bruder. Mit einem so fürsorglichen und aufmerksamen Kindermädchen wird ihr Kind bestimmt bestens aufgehoben sein. Obwohl es sich um eine speziell modellierte Situation handelt, ist die Reaktion dieses vierbeinigen Beschützers beeindruckend. Wenn man sich um Tiere kümmert und ihnen Liebe entgegenbringt, werden sie es sicher auch zurückzahlen. Diese Männer beschlossen zu testen, wie ein Elefantenweibchen reagieren würde, wenn ein Mann, der sich um sie kümmert, vor ihren Augen angegriffen wird. Guck dir nur an, wie schnell sie zu Hilfe eilt und dann besorgt herumläuft. Der Mann kann sich sicher sein, dass das Elefantenweibchen ihn nicht alleine in Schwierigkeiten lassen wird.
Ein Beweis dafür, dass Tiere viel klüger sind, als die meisten Menschen denken. Diese Katze kam alleine in die Tierklinik und fing an zu miauen und um Hilfe zu bitten. Einer der Ärzte beschloss, der Katze zu folgen und war überrascht, eine Katze mit einem verletzten Bein im Gras zu finden. Selbstverständlich erhielt das Tier sofort Hilfe und nach der Entlassung wartete der fürsorgliche Freund auf der Straße auf sie. Diese Geschichte könnte man für ein Märchen halten, aber sie ist absolut wahr. Eine Tigerin in einem chinesischen Zoo hat ihre neugeborenen Tigerbabys verlassen. Experten sagen, dass es durchaus normal ist. Vielleicht konnte sie sie einfach nicht stillen, doch die einheimischen Hunde schon. Sie kümmerten sich um die Tigerbabys, nahmen sie praktisch bei sich auf und schon bald begannen die Babys, die Hunde wie ihre eigenen Mütter zu behandeln. Selbst als sie groß und erwachsen geworden sind, haben die Raubtiere nicht vergessen, dass sie von den Hunden gepflegt wurden. Deshalb fühlten sich die Pflegemütter in dem mit gefährlichen Tieren gefüllten Gehege völlig sicher. Für sie war es ein ganz normaler Besuch bei ihren erwachsenen Kindern und deren Freunden. Der Mutterinstinkt gilt als eine der stärksten Kräfte in der Natur und hier ist ein klarer Beweis dafür. Bei Regen trägt diese Hündin ihre Welpen eilig in einen Unterschlupf, um sie vor dem Unwetter zu schützen. Eine Mutter ist schließlich eine Mutter, egal ob Mensch oder Tier. Normalerweise werden Hunde darauf trainiert, Menschen vor Überraschungsangriffen zu schützen oder ein Haus vor Einbrechern zu bewachen. Diese Frau ging jedoch einen Schritt weiter und trainierte ihren Hund darauf, sie in der Nähe eines Geldautomaten zu bewachen. Auf den Schutz der Kleinen und Schwachen wird in der Tierwelt sehr viel Wert gelegt. Elefanten haben zum Beispiel ein besonderes System entwickelt, mit dem sie ihre Jungen schützen. Bei drohender Gefahr umzingeln die erwachsenen Elefanten ihre Jungen und stellen sich den Angreifern in den Weg. So können sie einen Angriff aus jeder Richtung abwehren und die Kleinen sind immer in Sicherheit. Ein unglaubliches Verteidigungssystem. Manche Menschen haben Angst davor, Hunde anzuschaffen, wenn sie kleine Kinder haben. Aber wenn der Hund so ist wie dieser, stellt er nicht nur keine Bedrohung dar, sondern wird zu ihrem wichtigsten Beschützer. Während des simulierten Angriffs brauchte das Mädchen den Hund nur zu rufen und er stürzte sofort los, um den Angreifer aufzuhalten. Alright, come on, come with me anyway. Papa, Hund auf, Papa! Papa! Guck dir nur an, wie gehorsam und ordentlich der Hund in der Nähe des Mädchens geworden ist. Mit solch einem Freund brauchen sich die Eltern keine Sorgen, um die Sicherheit ihrer Tochter zu machen. Wenn man sich diese Aufnahmen ansieht, kann man seine Gefühle nur schwer zurückhalten. Diese Männer sind zufällig auf eine ungewöhnliche Gesellschaft auf der Straße gestoßen. Einen Hund und ein paar Katzen. Später fiel ihnen auf, dass der Hund nicht richtig laufen konnte. Die Katzen beschlossen, das verletzte Tier zu begleiten und ihm zu helfen, die Straße zu überqueren.
Jeder sollte wissen, wie man eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführt, weil sie einen Menschen das Leben retten kann. Und falls du es nicht weißt, dann sieh dir an, wie dieser Hund es macht. Er wurde extra dafür ausgebildet. Und wenn jemand in seiner Nähe erste Hilfe braucht, wird er sofort zur Stelle sein. Sie haben vielleicht keinen Guinness-Weltrekord, doch für ihre unverzichtbare Hilfe sollten diese Pferde auf jeden Fall ausgezeichnet werden. Das Auto blieb im Schnee stecken und wer weiß, wie lange es gedauert hätte, einen Abschleppwagen aufzutreiben. Doch dank dieser tollen Geschöpfe wurden das Auto und der Anhänger in nur wenigen Minuten wieder herausgezogen. Lass dich von dem wedelnden Schwanz nicht in die Irre führen. Dieser Hund meint es ernst. Seine Hauptaufgabe ist es jetzt, sein Herrchen zu beschützen. Guck dir nur an, wie mutig er sich dem wilden Tier stellt und alles riskiert, um seinen Freund zu beschützen. Tried to protect the. Yeah, then they're all coming. They're running. Oh dear. We're backing off. Sorry, sorry, dude. Not yet. Wow, look at him protect. Look you at him protect. Never hurt that. Wow. Oh my gosh. Go away. Come on. Stop it, boys. Yes. Good boy. Good boy, Sonny. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good Man könnte meinen, dass nicht alle Tiere in der Lage sind, sich an Menschen zu binden und ihre Liebe zu zeigen, aber das stimmt überhaupt nicht. Dieser Mann ist Stierzüchter und hat zu einem seiner Tiere eine besondere Bindung. Um die besondere Bindung des Tieres zu seinem Herrchen zu demonstrieren, forderte der Typ seine Freunde sogar auf, so zu tun, als ob sie ihn angreifen würden. Und jedes Mal eilte der Stier ihm zur Rettung. Ich weiß nicht, wie der Typ das gemacht hat, aber irgendetwas sagt mir, dass es nicht am Training lag, sondern an dem heldenhaften Charakter des Tieres. Du wusstest bestimmt, dass es Hirtenhunde und Suchhunde gibt. Doch es stellte sich heraus, dass es auch noch Lawinenhunde gibt. Diese tapferen Hunde werden für eine äußerst wichtige Aufgabe ausgebildet. Die Suche nach Verschütteten. Sie absolvieren ein spezielles Training, um den genauen Ablauf zu kennen. Zuerst beginnen sie mit der Suche, dann entfernen sie schnell den überschüssigen Schnee und zum Schluss ziehen sie das Opfer entweder heraus oder rufen um Hilfe. But for the dogs in training today. Just minutes of maybe available oxygen. Good boy! Oh, good boy, Vanyan! Oh, good boy! Good boy! Good boy! Get him out of there, buddy! Get him out of there! Yeah! Good job, Vanyan! Buddy! Für die Tiere selbst mag es wie ein lustiges Spiel aussehen, doch die Menschen erkennen die Ernsthaftigkeit ihrer Arbeit. Dank dieser Hunde konnten schon viele Leben gerettet werden und ihr Mut und ihre Hingabe verdienen wirklich Respekt. Oh, Vanyan! Oh, good boy, did you find me? Boy, Vanyan! Good boy! Good boy! Oh, good boy! Yeah, good job, Vanyan! Oh, buddy! Oh, wow. You got there, pal? Thank you.
Es ist schwer im Herzen eine Disney-Prinzessin zu sein und gleichzeitig traurig zu sein. Das Beispiel dieses Typens zeigt, dass Tiere eine besondere Einstellung zu solchen Menschen haben. Sowohl Hunde als auch Kühe fanden es schwer, den Mann traurig und einsam zu sehen, sodass sie sofort herbeieilten, um ihn zu trösten. Er hat keine Farm, sondern einen Club mit den gutmütigsten Tieren der Welt. Seine Neugierde führte dazu, dass er zwischen zwei Felsen eingeklemmt wurde und sich nicht mehr alleine befreien konnte. Zum Glück waren seine Mutter und andere Erwachsene in der Nähe und eilten ihm sofort zu Hilfe. Sie handelten so schnell, dass der Junge nicht einmal Zeit hatte, in Panik zu geraten. Ich bin mir sicher, dass seine Mutter ihm später erklärte, wo er am besten nicht klettern sollte. Aber zuerst hat sie ihn natürlich in den Arm genommen und ihn beruhigt. Wenn dieser Typ jemals umziehen wird, hat er zumindest einen Freund, der ihm auf jeden Fall dabei helfen wird, die Möbel zu transportieren. Guck dir nur an, wie geschickt es dieser Elefant macht. Und es scheint ihm auch noch Spaß zu machen. Normalerweise werden Hunde aus Sicherheitsgründen angeschafft. Doch dieser Besitzer bekam einen mutigen Beschützer in Form dieses selbstlosen Gefährten. Wer hätte gedacht, dass ein so scheinbar harmloses Haustier einen Bären auf einen Baum treiben kann? Siehst du den Elefanten mit der Aufschrift Waldpolizei? Gleich wirst du verstehen, warum er sie trägt.
Bali patrouillieren Elefanten durch die Gegend und retten sogar ertrinkende Menschen. Gleich wirst du sehen, wie das geschieht. Er ist wie ein echter Polizist, der Menschen in Not rettet. Ich schließe mich dem Applaus an. Falls du dich fragst, warum Taucher keine Angst haben, dort zu schwimmen, wo Haie leben, dann ist hier die Antwort. Sie wissen einfach, dass die freundlichen und tapferen Delfine sie nicht im Stich lassen werden. In diesem Fall reichte allein schon eine Warnung aus. Der Delfin machte dem Raubtier klar, dass er bereit war, den Mann zu beschützen, sodass der Hai beschloss, das Risiko nicht einzugehen und verängstigt davon schwamm. Auch Vogeleltern werden die Sicherheit ihrer Kinder immer an die erste Stelle setzen. Die Neugier der Giraffen machte den Küken große Angst und die Eltern beschlossen, den Tieren sofort mitzuteilen, dass es besser wäre, wenn sie weggingen. Guck dir nur an, wie furchtlos die Gans die Giraffe von den Küken vertrieb. Ich bin mir sicher, dass sie in diesem Moment nicht an ihre eigene Sicherheit dachte und ihre Babys beschützen wollte. Bei einer Konfrontation zwischen einem Bären und einer Katze würden viele Menschen darauf wetten, dass der Bär gewinnt. Und sie würden einen großen Fehler machen. Obwohl Bären um ein Vielfaches größer sind als Katzen, verschafft es ihnen keinen Vorteil. Diese niedlichen Haustiere können sich im Handumdrehen in trotzige und sehr selbstbewusste Tiere verwandeln, die ein großes, wildes Raubtier so sehr erschrecken können, dass es mit zitternden Pfoten auf einen Baum klettert. Nicht jeder würde es riskieren, zurück in das Brandgebiet zu gehen, um andere da rauszuholen. Dieses Pferd hatte aber den Mut dazu. Wie selbstlos muss man sein, um so etwas zu wagen?
松开！呀呀！哎！哎呀！Dieser Hund hätte so manchen Spezialagenten zum Schweigen gebracht. Als er die Schreie seines Herrchens hörte, eilte er ihm sofort zu Hilfe und wusste genau, wo er ihn finden würde. Als er merkte, dass sein Herrchen am Ertrinken war, sprang der Hund nicht nur ins Wasser, sondern fand auch etwas, woran er sich festhalten konnte. Anscheinend hat er nicht nur außergewöhnlichen Mut, sondern auch einen ebenso außergewöhnlichen Verstand. Diese Kuh hat einem Hund das Leben gerettet und dabei ihr eigenes Leben riskiert. Ohne sie wäre der Hund direkt unter die Räder gekommen. Hey, mind if I take a seat, join you? I think we're not. I'm waiting for someone. Okay, that's fine. Did you get your number? No. Come on, give me your number. No. Roger, no! Good boy, thank you for